Okay, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem unfassbaren Ziff-Event. Es sind unglaublich tolle Leute dabei, wie Maurice Bieber, Nils von Rocket Beans, Steinwein und Co. Das Ganze ist organisiert von Strategie-Echo und von Ranger Array, der unter anderem bei meinem Fußball-Manager-Event dabei war. Das Ganze ist mein erster Ziff-Multiplayer, das heißt, ich habe 100 Game-Stunden, aber noch nie PvP gespielt, sondern wenn ich natürlich spiele, spielen wir eher zusammen. Jetzt ist es also ein Gegeneinander. Das Ganze ist im Apokalypse-Modus, das heißt, Naturkatastrophen entstehen umso schneller, umso größer, umso besser. Das Ganze ist auf einer Europakarte mit den tatsächlichen Startpositionen. Ich bin Griechenland, das war vorher ausgelöst. Ich wusste also, welche Karte tatsächlich dazukommt und ich habe dementsprechend natürlich einen ungefähren Gameplan, den ich anhand dieser wunderschönen Pain-Situation hier auch schon mal gemacht habe. Der Spielstart hat über 45 Minuten gedauert, das heißt, ich bin voller Adrenalin und ehrlicherweise auch schon ein bisschen hinterher. Das heißt, das Ganze wird jetzt auf diesen Drittkanal kommen, immer so in 45 Minuten bis eine Stunde Paketen. Das heißt, ungefähr, keine Ahnung, 10 Videos oder so, immer um 12. Schaltet ein, lasst ein Abo da und kommentiert fleißig. Ich darf den Twitch-Chat leider nicht sehen, aber ihr dürft ihn sehen. Das heißt, ihr könnt ihn in-game sehen, ich nicht. Cola nutzt, müsst ihr übrigens bezahlen, ne? Ist euch klar. Ja, das überweist Ecke dann an euch. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr auf Englisch gespielt, dass mir jetzt gerade die Frage kam, weil es klang nicht ganz so, für jeden neuen Anführer, haben Sie nochmal Sean Bean geholt, um neue Texte einzusprechen? Bestimmt nicht, oder? Doch. Weil der klang leicht anders, aber vielleicht war es auch genau, weil ich dachte, dass er anders klingt. Das ist, weil Sean Bean nach jedem Text direkt immer als erster Charakter stirbt. Was haben wir denn oder hier? So. Good luck, have fun, ne? Good luck, have fun. Und so, lieber deutscher Nachbar, wollen wir ganz kurz, ich brauche eine halbe Minute oder eine Minute. Ja, klar, können wir. Kann uns einer mal runterziehen? Können. Was tun, uns dreimal? Ja. Okay. Das ist aber jetzt sehr, sehr unangenehm, ne? Seid ihr noch da? Ja. Jetzt ist die Chance, dass wir uns gegen Steinwallen verbünden alle. Ich bin dafür. Ich auch. Mein Vot hat. Wie viel? Guck mal, Daniel, wir grenzen doch direkt beide an ihn an. BB, also von dem her könnten wir doch jetzt... Eleonore von Aquitanien und Steinwallien ist meine direkte Nachbarin und damit natürlich in aller Höflichkeit formuliert mein erstes Ziel auch. Für eine Kontaktaufnahme und eine Enthauptung. Spezialität bei französischen Königinnen. Das letzte Mal haben wir übrigens so gespielt, dass die Hauptstadt immer nach dem Spieler benannt wird. Wollen wir das wieder so machen? Oder ist ja, ich glaube, das blöd? War wegen der Moderation, aber wir haben diesmal keine Moderation dabei. Aber können wir von mir aus trotzdem machen. Hilft ja trotzdem für alte Menschen. Wie mich. Ich habe sie jetzt Veni, Vidi, Textori genannt. Wie wir es vorher schön lateinisch übersetzt haben. Ja. Aber wir können sie gerne auch nach dem Spieler benennen. Ich habe jetzt Ranger Don genommen für London. Wir spielen doch mit Online-Geschwindigkeit, oder? Ich habe gar nicht aufgepasst. Genau. Hoffe ich. Nee, ich benenne die Stadt doch nochmal. Ich nenne sie jetzt Don Ranger. Dann sollten wir jetzt. Mit dynamischem Rundentimer. Ja. Also mit dem normalen aus dem Spiel, genau. Genau. So. Ich würde halt voll gern mit Maurice reden, aber der liest meine Discord-Nachricht nicht. Das heißt, ihr müsst das jetzt öffentlich machen. Der erste sehr kluge Kommentar von Nils, mögen viele weitere noch folgen heute. Welcher Kommentar von mir? Ich glaube, das war auch altnorwegisch und bedeutet so viel wie, wir werden jetzt die Fjorde einnehmen, um Fischerei zu betreiben. Ich habe das Optionen. Ich will mal keinen unfairen Vorteil verschaffen. Das ist ja eigentlich üblich bei MP-Matches, dass man sich rechts oben in Optionen die HOD anzeigen lässt mit den Punkten von allen. Ja, die habe ich eigentlich immer an. Aber immer. Seht ihr schon alle Punkte? Nee, ne? Nein. Ich wollte sagen, erst wenn man die sieht, ne? Ja. Aber ganz kurz, ihr sagt Bescheid, wenn es weitergeht, ne? Weil ich dödel jetzt hier rum, weil wir haben Steinwallen noch verloren. Ne? Nee, wir sind alle da. Die Sache ist... Wir sagen alle auf Radler. Nils und Radler müssen noch die Runde beenden. Okay, ja gut, das ist gut, dass ihr das sagt, weil ich dachte die ganze Zeit... Nur kurze Frage, wo beende ich die Runde? Unrechts. Chat, hilf dem Mann, bitte. Ich frage mich, ob es irgendeine mathematische Gleichung gibt, wie weit sich Anno-Expertise irgendwie auf Ziff überträgt. Null. Also ich weiß nicht, 100 Stunden Anno sind eine Stunde Ziff oder sowas? Weil selbst dann hättest du eine Menge. Hey, wir haben die erste Klimastufe erreicht. Was? Ich hab noch. Das stimmt. Ja, wer von euch hat denn jetzt schon Kohle abgebaut? Nee, das sind die Waldbrände in Russland.
Was? Die wir haben jetzt schon 10% des Polareises verloren. Das ist eine 47% Chance auf Stürme. Was ist dieser Modus, Leute? 23% auf Ball. Sehen die das? Ich sehe das. Eine utopische Vorstellung auf alles. Die sind echt unangenehm. Auf ein Feld draufgestellt, das als allererstes überschwemmt wird bei der ersten Klimastufe. Und Scheiß. Das geht gleich okay, alle Kohle abbauen. Los. Ich schneide gleich aus. Ich will euch nochmal letzte Grüße zuwünschen. Wer will mein Erbe sein? Ich schiebe alles, was ich an Geld habe, an Produktion, an Kultur, an Forschung und an Schwatzhaftigkeit, kann ich einem von euch vererben. Das ist eine Menge. An Schwatzhaftigkeit. Ich meine, ich würde sagen, ich wäre gern der Erbe, aber wenn jetzt der Meeresspiegel jetzt schon steigt, bin ich auch nicht. Nein, ich kann mich beruhigen. Die was soll ich denn sagen? Ich bin England, ich bin eine Insel. Ich kann mal so gleich auf Nähkästchen lachen, wenn ihr wollt. Weißt du, Ranger, als du schwimmst Italien, halt schon. Als Italien bin ich jetzt auch nicht so super geil, weil das Meer ist auf diesem Stiefel ne, von beiden Seiten recht nah dran. Aber Italien ist recht gebirgig. Es ist so, dass das Erste, was untergeht, ist Holland, nämlich auf Stufe 2. Also Soon, überleg dir mal, ob du da bauen willst. Das ist nämlich, also das kannst du abschreiben, das Land. Welches Land kann ich abschreiben? Holland. Deins. Alles, was nördlich von deiner Hauptstadt liegt. Nördlich von meiner Hauptstadt. Naja, ja. Jetzt lass dich mal nicht verunsichern. Ja. Man kann ja auch. Vielleicht lüge ich, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich mute mich mal ganz kurz im Discord, damit ich ein bisschen was erklären kann. Für alle, die von Ziff überhaupt keine Ahnung haben. Normalerweise sieht Ziff so aus. Wunderschön. Ich habe jetzt hier meine erste Stadt gegründet, einfach weil das so sein musste. Hier seht ihr so die Erträge. Es gibt quasi Produktion, Nahrung und Gold. Das sind so die großen. Für mich war hier wichtig, halt möglichst nah an dieser Nahrungsquelle zu sein, weil da vier Nahrung schon sehr, sehr schmackhaft sind. Hier unten seht ihr den runden Teil, weil der tickt immer unnachgiebig durch und so viel Zeit hat man. Das sind meine Krieger, die erkunden. Und hier baue ich jetzt meinen ersten Speer. Das ist quasi eine Judith, die halt noch besser erkunden kann. Und jetzt gehe ich wieder in den Discord rein. Weil das voll kommen bescheuert ist auf diesem Modus. Es ist grundsätzlich bescheuert, Russland zu spielen. Geh ich mit. Ich wollte gerade anmerken, dass ich Russland im ersten Ziff-Gipfel spielte, den ich je spielte. Nils, erinnerst du dich noch an deinen grausamen Religionskrieg gegen mich? Ich erinnere mich an alles. Ja, es war eine gute Zeit. Ja, gestern wirklich gewesen. Wirklich, ich habe gute Erinnerungen. Hat Russland auch gebrannt. Ja, wirklich. Ich finde, das ist schon okay. Aber simuliert das, dass die Waldbrände CO2 ausstoßen? Ja, aber es hält sich in Grenzen. Also diese krass. Stufe 1 wird halt erreicht, aber die Waldbrände bringen halt nicht mehr. Ach so. Das Gleiche mit diesen Bodenanreichern gilt auch für Brüche. Deswegen hat Italien so Fluch und Segen zugleich. Du hast ein paar Vulkänchen da stehen, aber... Ja, die machen was kaputt, aber die können auch den Boden anreichern. Ja, schön. Shit. Ich habe jetzt so ein Stammesdorf eingenommen quasi, besucht, freundlich entgegengenommen und habe dafür Erfahrung auf meine Unit bekommen. Das ist leider so ziemlich das Schlechteste, was man im Early ehrlicherweise bekommen kann. Weil du kannst zum Beispiel auch einen Handwerker kriegen oder Bevölkerungsplus und so. Und das ist alles deutlich cooler. Hier laufe ich jetzt gerade zu dem ersten Stadtstaat. Der Erste, der einen Stadtstaat trifft, kriegt einen Gesandten, quasi so einen Diplomaten in dem Stadtstaat, was ganz cool ist und ein Vorteil ist. Später tun. Auch aber du hast doch als Erster über Erben und sowas hier geredet. Ja, in meinem gesegneten Alter darf man das auch. Senioren-Shaming. Hier, Maurice hat damit angefangen. Der erste Skandal. Ich beantrage feierlich eine Sondersitzung des Weltkongress. Ach, du nimmst also deine Timeout schon? Dass okay. Mehrere Punkte abgezogen werden. Mindestens 7000. Anscheinend schon mal 180 Sekunden Pause direkt. Super. Ja. Wisst ihr, ich find es fast ein bisschen... traurig auch. Ich habe ich das Gefühl, traurig, echt. Also ich weiß nicht, ob er immer schon so war, aber ich glaube, WB ist durch regelmäßige Teilnahme an diesen Multiplayer-Events zu einem schlechteren Menschen geworden. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Also das, ja. Doch, er war nicht immer so auf Krawall gebürstet. Dass ich so viel mit euch zu tun hatte, hat mich charakterlich sehr deformiert. Ja, glaube ich nämlich auch. Es tut mir fast ein bisschen leid. Ich war immer schon ein schlechter Mensch, aber ich glaube, du bist es erst geworden, oder? Und es ist fast traurig irgendwo. Aber ich finde das toll, dass man bis ins hohe Alter so wandelbar ist. Ja, das stimmt. Du hast dich veränderungswillig gezeigt, wo andere
wenn sie mal ein guter Mensch waren, darin verharren und es immer bleiben. Aber ja, du hast gesagt, nicht. Bei denen nicht mit mir. Für den bösen Weg. Darf man eigentlich öffentlich bisweilen private Dinge über andere verraten? Also wo wir beide uns kürzlich getroffen haben, ich mach's mal einfach. Ich hoffe, es ist dir nicht peinlich. Es war sehr schön, es hat mich gefreut, dich gemeinsam zu treffen bei diesem Abend der Selbsthilfegruppe der Schwafler. War eine Freude, dich dort zu treffen. Ich dachte, das wäre ein Zwingerclub, aber ist okay. Das klingt ja nach Feindschaft zwischen Portugal und Italien da unten im Mittelmeer. Ach was. Carina, wenn übrigens irgendwas so freut mich, ist, Pisa mit Schwertern. Ne? Das Problem ist, WW, die Selbsthilfegruppe der Schwafler scheint nicht sonderlich effektiv gewesen zu sein, wenn wir beide da schon waren. Ihr habt die Tote geschwafelt. Ja. Vor allem, wo wart ihr anderen alle? Wo wart ihr, als die Schwafler schwafelten? Ja, genau. Ich habe angefangen, mich mit Schiffen auseinanderzusetzen. Das war jetzt die erste Beförderung, die ich habe. Und da kann man so zwei Sachen. Ich kann jetzt entweder Ranger oder Alpin. Das ist besser für Wald und Regenwald. Und das ist tatsächlich auch ein Thema. Das heißt, hier nehmen wir die Beförderung jetzt mit. Wir können die erste Ausrichtung machen. Das hat auch nochmal so ein, genauso wie Technologien, gibt es auch ein, gibt's auch für Politikplätze, für Kultur eben so etwas. Kultur wird ein großes Ding für uns sein. Deswegen ist es relativ relevant. Bis jetzt komme ich aber mit dem Pausentimer ganz gut klar. Hier nach oben rechts gehen hat sich in meinen Trainingssessions immer ganz gut angefühlt, weil wir da direkt zum Stadtstart kommen. Und Radlauge ist halt eben der kurzfristig angesprungen ist, der hat ein bisschen mehr mit der Zeit zu kämpfen, denke ich. 50 verschiedene Taktiken von Chat bekommen und ja, oh der Gott. Chat ist, also man muss es so ehrlich sagen, also ich persönlich bin ja gar nicht unbedingt so ein Anhänger von bei diesen Events das darf Chats, der Chat ja nicht sein, weil beim Ränkespiel hatten wir ihn auch meistens an und der Chat teilt sich halt sehr auf in verschiedene Bevölkerungsgruppen. Die einen, die ehrbar sind und überhaupt nicht Backseat-Game oder Sachen verraten, die anderen, die Halunken sind und genau das tun und die anderen, die noch schlimmeren Halunken sind und dir falsche Infos und falsche Strategien geben. Das heißt, es ist gar nicht mal unbedingt so ein großer Vorteil, den Chat zu haben. Ja, ich merke das auch gerade. Es ist ein bisschen Konflikte erzeugend. Verschiedene Input. Du brauchst einen, den du dir raussuchst. Genau. Und das stimmt, so ein Eisdrache. Das heißt Eisdrache, genau. Ja, genau. Und von dem musst du dann alles annehmen. Das ist natürlich gefährlich, aber ja, da heißt man Königgrätz oder sowas. Wenn man nichts weiß, ist das der einzige Weg. Ja. Viele Köche versauen den Brei, oder wie das ja war, ne? Irgendwohin kommst du? Also meine Hoffnung ist immer noch, mit Maurice irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Ich weiß noch nicht genau, wie mir das am besten gelingen soll. Ansonsten laufe ich hier jetzt gerade weiter. Ich habe jetzt hier meinen ersten Teil ganz gut erfüllt, so wie ich es wollte. Das ist das nächste kleinere Stammesdorf, was wir einnehmen. Das ist wichtig. Hier gibt es jetzt den ersten Siedler. Wir wollen relativ früh unsere Siedler bauen, um sie dann auch loszuschicken. Wir können tatsächlich auch gleich schon mal beginnen, ein bisschen zu zeigen, wo ich was bauen will, weil das wahrscheinlich für den einen oder anderen auch nochmal eine Hilfestellung ist. Das heißt, das machen wir einfach. Wir gehen in die Strategiekarte und jetzt kann ich hier so Nadeln hinzufügen, wo ich Dinge markiere, wo ich quasi siedeln möchte. Ups. Na gut. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, tatsächlich. Bin aber sehr zufrieden. Das sind die Siedlungspunkte, die wichtig sind. Und hier oben ist tatsächlich noch ein bisschen wichtiger, aber ist okay. Ja, der Chat, ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel untereinander reden, aber ich meine, wir haben 7 Stunden vor uns, das ist schon sehr wichtig, glaube ich. Oh, und ich weiß jetzt leider nicht, wann ich meine erste Runde anmoderiert habe. Okay, na, vielleicht kannst du mir auf Discord schreiben nach 45 Minuten. Natürlich! Immer dieser Öko-Ranger. Ey, wie war das jetzt mit diesen 180 Sekunden? Jeder hat quasi eine Auszeit. Oder was? Ja, du kannst das splitten. Nee, kannst du auch splitten. Kannst auch sagen, ich muss auch gleich meine Katze futtern. Also kann ich auch 180 mal eine Sekunde haben, oder was? Ja, das geht auch, ja. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben ein Statement. Denke ich jetzt ernsthaft drüber nach gerade.
Ja, wir haben den Fehler gemacht, wir haben Nils dabei und diese Sache nicht betrachtet. Genau. Ja. Die Frage, ob allein das Sagen, dass man das jetzt nutzen möchte, schon zur Zeit zählt oder nicht. Das ist eine gute muss auch geklärt Frage. Werden. Ja. Aber das zu klären würde ja auch wieder Zeit kosten. Es ist ein endloses Dilemma, in dem wir uns angedacht, hier befinden. Es kann einer in den Chat sagen, er möchte seine Zeit nehmen, ab dann wird gestoppt, ab dann lasse ich einen Timer laufen. Und wenn die Person dann wieder sagt, es kann weitergehen, dann stoppe ich den Timer, lasse das Spiel wieder laufen. Und wenn in der Zwischenzeit die 180 Sekunden in Gänze aufgebraucht sind, dann lasse ich das Ganze auch ohne Vorwarnung wieder weiterlaufen. Mhm, das sind auch gute Regeln. Das Gute ist, wenn wir den Chat deaktiviert haben, dann sehe ich nicht, wie sich alle darüber aufregen, was ich hier für eine Kacke mache. Ja, das ist wirklich... das in manchen Vorteil, Spielen ja. Bei mir war tatsächlich bislang das schlimmste Spiel, was aggressives Backseat-Gaming angeht, Stellaris. Da bin ich ja ein bisschen ein Außenseiter in der Strategiespiel-Community, dass ich das weniger mag als viele andere. Und trotzdem habe ich irgendwann gedacht, weil ich weiß, auch so viele von meinen Mods zum Beispiel schätzen das Spiel. Da kommt, machen wir nochmal, geben wir nochmal eine Chance und so. Hatte auch sehr viel Spaß im Volksbaukasten. Und ich will natürlich betonen, ich weiß, dass das eine laute Minderheit ist und dass nicht alle Stellaris-Spieler irgendwie Säcke sind oder sowas. Aber was da kam an, ich kann das nicht mit ansehen, wie er nicht pausiert, während er seine Forschung klickt und so. Ja, Leute, es tut mir ja leid. Eine Zumutung. Was ist so? Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Monument jetzt hier der richtige Folgeweg ist. Normalerweise brauche ich jetzt bei Siedler, aber irgendwie läuft gerade alles recht fluffig. Das Problem ist, der Krieger sollte hier kontrollieren, ob hier ein Barbarendorf ist, weil dann komme ich hier nicht weiter und das ist sehr nervig, weil hier kann ich ganz viel erforschen mit meinem Speer. Das heißt, jetzt läuft der Krieger zurück und fängt die nächsten Siedler hier so ab, damit der da oben safe hinkommt. Weil das hier sind die, hier oben wird Ungarn sein und Ungarn ist schon sehr unangenehm. Ja, und Prislau ist halt, ich habe jetzt einen Gesandten mehr, den ich rumschicken konnte. Und diese Stadtstaaten haben halt ganz coole Sachen. Also wenn du einen drin hast, kriegst du eine Produktion in der Hauptstadt. Bei zwei kriegst du zwei Produktionen in jeder Stadt mit deiner Waffenkammer. Und es hat beim Bau von Einheiten halt plus drei, vier Produktionen. Also es sind einfach viele, viele Boni, die dann noch oben drauf kommen. Und ab dem Moment, wo man drei hat und sonst, glaube ich, keiner einen oder man drei mehr hat als der Rest, keine Ahnung. Kommen halt noch so coole Sachen hinzu, dass man extra Boni bekommt. Das heißt, der Krieger läuft jetzt wieder zurück. Der Speer, also es wäre jetzt super bitter, wenn da hinten irgendwo noch eins ist, aber ich denke, das passiert nicht. Und dann laufen wir hier hin. Sehen jetzt, dass hier ein Barbarenlager ist, aber auch ein Stammesdorf. Das wollen wir natürlich nehmen, weil es auch relativ nah an den Ungarn ist. Die wir natürlich gerne sofort ausbremsen wollen. Und dann machen wir hier weiter und dann wieder rein, was der Rest so labert. Knistert. Wow! Was für eine Formulierung. Ja, oh ja, aber das kann ich mir auch vorstellen, ja. Bei mir war es, glaube ich, RimWorld, als ich das erste Mal gespielt habe. Wie kannst du nur sowas machen? Die sterben alle. Sind auch alle gestorben, ja, aber... bei mir war es eindeutig Hearts of Iron. Also da ist auch eine sehr toxische Community teilweise. Also ein kleiner Teil ist sehr toxisch. Und das ist dann... Das sind Leute, die das Weltkriegsthema zu ernst nehmen, ne? Ja, wenn dann halt Rommel Voria 3000 in den Chat kommt, dann weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich das jetzt... Rommel Voria 3000. Ja, sorry, oh Gott. Aber so ist es. Sie haben einen Roboter auf dem Mond gebaut, ich wusste es. Also je mehr Hardcore die Games sind, umso größer ist das Problem, habe ich das Gefühl. Ich finde, es geht in zwei Richtungen. Mhm. Wo zum Beispiel, ich finde, es gibt auch, und das merkst du auch, bei sehr hardcoreigen Games, die gar nicht so groß sind. Also es gibt auch Communities, wo du merkst, die freuen sich einfach mega, wenn jemand Neues da ist. Und sind, oder wisst ihr, also nicht nur in kleinen Spielen, aber da teilen sich Communities schon sehr auf in Leute, die der Meinung sind, es ist doch für mein Spiel auch super, wenn es wächst. Und hier, großer Streamer X, zeigt es gerade paar tausend neuen Leuten. Voll cool. Und dann sind da Leute, die teilweise so voll wholesome sind und so. Ich glaube, witzigerweise zum Beispiel EVE Online ist so ein Spiel, wo dann oft im Chat auch Leute sind, die, ich habe es ewig gespielt, hier Streamer, komm, ich komme mit meiner Flotte und helf dir oder sowas. Aber es gibt halt auch diese andere Art von Hardcore-Spielern, wo Leute dann so, also ich habe jetzt schon den Anspruch, dass dieser neue Streamer perfekt spielt, mein Spiel.
Und wenn nicht, dann tut er meinem Spiel Unrecht und schreckt wahrscheinlich auch Leute ab. Also es gibt da sehr unterschiedliche Leute. Ich glaube zum Beispiel auch die Warframe-Community, habe ich mir sagen lassen, ist sehr willkommen heißend und verschenkt Items und gibt Rat im Chat und sowas. Aber es gibt halt auch andere Communities leider. Ja, ich empfehle euch einfach mal Riot Games. So grundsätzlich einfach irgendein Spiel. Einfach mal in League reingehen. Ist man entspannter so, ne? Also beim Autofahren, ich reg mich gar nicht mehr auf, ne? Also ich reg mir. Ich wurde ja beim Frühstück schon, wurde schon meine Mutter beleidigt, so. Das ist gar kein Stress, wenn du hier bei Rot hupst, so. Das ist gar nichts. Meine erste Runde League of Legends damals. War auch deine letzte? Nee, ich hab jahrelang League of Legends gespielt. Aber meine erste habe ich Leona gespielt und habe halt nicht gecheckt, dass das keine Kämpferin ist. Also die sieht ja aus und hat fetten Schild, fette Rüstung und so. Dachte, das ist so eine Frontkämpferin, so wie so Toplaner auch sonst sind. Aber ist halt ein Support-Held und ich habe das gar nicht gecheckt. Und was in diesem Spiel über meine Mutter gesagt wurde, ja, will ich nicht wiedergeben an dieser Stelle. Ja, normaler Montagmorgen. Johnny, was war deine erste Runde LOL? Wie lief die? Das war doch ganz anders. Ich habe LOL gespielt, da gab es doch keine europäischen Server. Das heißt, du bist quasi auf Nordamerika gejoint, hat so ein 150er Ping, das war aber egal. Dann gab es damals noch auf Autotext eine gewisse Crit-Chance und ADCs wurden auf der Mitte gespielt. Das heißt, das klassische Szenario ist, du hast Twitch genommen, hast Q gedrückt, dann hast du 30 Sekunden Invis. Dann hast du gewartet, bis der Gegner da ist. Dann hast du den rechtsklickt, Exhaust Ignite gedrückt. Und dann hat der Zufall entschieden, wer mit 8% Crit mehr Crit hat. Und der hat gewonnen. Das war toll. Sehr, sehr kinderfreundlich. Das ist ja quasi wie Knobeln, einfach würfeln. Ja, wirklich. Also es war einfach, ja, und so lief das. Das heißt, meine Durchschnittsstats auf den amerikanischen Server waren so 35 Kills und 25 Tode. Du bist gespawnt, bist reingelaufen, bist gestorben und sagst ja. Krass. Alles gut. Kann ich sehr empfehlen. Aber interessant finde ich halt daran, aber dennoch ich könnte halt hat mich das Spiel reingezogen. Ja, ja, das ist halt, ist halt wie mit Kokain, ne? Also, ja, soll ich halt jetzt gegen Gen Osten direkt schon mal so unwillkürlich? Sorry. Verrat uns die Taktik ruhig weiter. Ja, warum habt ihr ihn jetzt unterbrochen? Nee, gar nichts. Hupsi, sorry. Wen hast du denn eigentlich gefragt? Ja, Gen Osten klingt aber gut. Ja. Komm zu mir. Dermaßen muss nicht so weit laufen. Gewöhnt an die Multiplayer-Matches bei den Pizmates mit diesem epischen Rundentimer, mit dieser Mod, die einen total durchprügelt, dass man das hier richtig langsam vorkommt, die Partie. Ja, man kann das beschleunigen, indem alle die Runde beenden. Dann tatsächlich. Haben wir einen langsameren Timer? Alles gut, gerade. Ich muss hier halt meine 5 Städte schon managen. Ja, der Klassiker. Also die in Holland, die gleich ablaufen? Halt, stopp. Naja, aber mal ernsthaft, ist der Timer langsamer als bei den Pizmates? Ich glaube, ja. Ich glaube, der dynamische ist nur etwas langsamer. Nein, also er ist auf jeden Fall langsamer als die Mod. Ich habe echt das Gefühl, das darf teilweise nicht wahr sein. Weil so viel gibt es ja noch gar nicht zu tun, ne? Ich glaube, das kommt natürlich unserem, nicht, dass ihr euch Radler heute doch gelegen, dass er ein paar Sekunden mehr hat. Ja. Ich habe überhaupt keinen Zeitstock. Überhaupt nicht. Das Spiel ist intuitiv. Klick einfach. Ja, ich komme sofort klar mit den 7000 Menüs hier. Ich weiß genau, was alles bedeutet. Zumindest habe ich dir eine Planung gegeben. Ne? Ja, den werde ich auch einfach drunter spielen. Ja, da kann ich noch mal so ein bisschen was erzählen, also was so mein Plan ist. Wie sehr habt ihr euch mit euren Startpunkten auseinandergesetzt? Gar nicht. Gar nicht? Wirklich. Es ist absolut blöd, gebe ich zu. Ich hätte es gerne mehr, aber ich habe auch beim letzten Pete's Event wieder gelernt, okay, man kennt ja die Grundlagen und alles von Civ, aber es ist doch immer, ich spiele es wirklich nur noch alle paar Monate für diese Art von Event und es ist eigentlich super gut, da nochmal vorher kurz reinzugucken, aber dann ist es doch so, es ist halt wirklich ein Zeitinvestment und oft ist, so blöd es klingt, die Zeit einfach nicht da. Also heute jetzt in dem Fall war es erste Woche nach dem Urlaub, ich habe gedacht, ey, wäre doch super gut, ist auch dann besserer Content für die Zuschauer, wenn du mal reingeguckt hast und so. Und dann habe ich es natürlich doch nicht gemacht. Aber dann hast du gesagt, die Zuschauer sind mir doch scheißegal. Die Zuschauer sind mir scheißegal. Dann kam die neue Season Diabolo und dann wurde da reingegrindet. Genau.
Ja, aber deswegen habe ich gesehen, der hat richtig eine Karte gemalt, wo er ganz genau seine Städte baut. So. Alter. Das ist ja auch der Mega ist richtig. Ich bin heute, ich habe mich vorbereitet. Tatsächlich. Ja, er will seinen Zuschauern was bieten. Ich hab für Chiara auch eine Karte gemalt. Die habe ich jetzt auch an Radler weitergegeben. Natürlich kann man es so ein bisschen sass nennen, weil das mein Nachbar ist. Aber ich. Ach, ne? Warte, halt, stopp, Moment. Ich bin kein Erzstift. Moment. Über dir ist Polen, unter dir bin ich und du gibst Polen eine Karte, wo es siedeln darf. Habe ich das richtig verstanden? Maurice, können wir mal nach unten in den Channel? Ist das nicht? Ja, also. Was da passiert. Hallo, Mensch. Edles Volk der Italiener, ne? Es ist ja grundsätzlich so, dass wir die einzigen beiden Völker sind, die während der Rest quasi noch, ich sage mal, ja, grunzende Geräusche von sich gab, wir schon intellektuelle Gespräche geführt haben. Und natürlich. Legionen und natürlich auch die Speerträger der Nation, die ein vor allem eiserne Disziplin und Wissbegierigkeit. Der Norden Europas wiederum, der eint ja nur die Barbarei. Bin ich so deiner Meinung. Und so muss Ungarn wohl als erstes fallen, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube auch. Damit der Süden Europas gedeihen kann. Wir müssen eindeutig gegen diese, die können sich ja noch nicht mal lesen und schreiben da drüben. Ja. Warte mal, ich habe Schrift auch noch nicht. Manchmal aber zusammenstehen ja. Einfach. Ja, ich finde ja auch eine Brüderschaft ist gut. Ne? Wir haben auch natürlich mit Abstand die schwersten Startpositionen. Und ich denke, wir wurden von Anfang an unfair behandelt. Natürlich. 100%. Schon bei der Geburt, ne? Ja. Oder bist du reich? Nee. Ja, da kannst du dich ja mal fragen, warum. Dieser Strategie-Ecke ist das nämlich. Strategie-Ecke ist reich. Ja, wirklich. Wirklich. Ja. Nee, also, obwohl er wahrscheinlich nicht mal arbeitet dafür. Ja, reich geboren, ne? Das ist nämlich der Unterschied. Wenn du reich wärst, ich würde es dir ja gönnen, ne? Du hast ja hart geschuftet, da in dem GameStar-Ding. Ne? Das fände ich ja gut. Das ist ja noch eine Arbeit mit ne, so fast Muskelkraft. Ja, nee, finde ich super. Schön, dass wir uns da in den Artikel Minen, Johnny, habe ich News abgebaut. Im Schweiße meines Angesichts. Das ist sehr gut. Nee, das gefällt mir. Finde ich klasse, dass wir hier zu einer Einigung kommen konnten. Freut mich sehr. Und ja, wenn du mal vorbeikommen willst, bist du immer herzlichst eingeladen, ne? Ja, natürlich. Also wir müssen natürlich hoffen, dass wir nicht die Ersten sind, die weggeschwemmt werden, wenn die Klimakrise kommt. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, du musst auf den Vesuv achten, weil das ist ja so ein Supervulkan, habe ich gelesen. Ja, ich habe tatsächlich nichts direkt an ihm gebaut. Ja, aber zwei Felder lang, ne, sind Vulkane im Apokalypse-Modus. Aber der macht die Felder auch besonders reichhaltig. Also ich glaube, das ist tatsächlich cool. Ich nenne diese Stadt jetzt mal nicht Pompeji. Sehr gut. Wohl schon noch im Arsch, aber das finden wir alles raus. Klasse, da können wir wieder hochgehen, ne? Wir haben nie gesprochen. Danke. Alles klar. Oh, was passiert? Oh, wieso brennt denn die Kacke hier? Ach, da brennt schon was? Muss ich da irgendwas machen? Löschen? Nee, da kannst du nichts machen. Okay, alles klar, gut. Ich habe gerade erfahren, zu meiner großen Erbauung, dass Vulkane in diesem Modus wohl zwei Felder weit reichen. Oh Gott. Da wäre ich aber sehr dankbar für denjenigen, der dir die Info gegeben hat. Ja, ich meine, er hätte sie mir... bis zu drei Feldern laufen, also die Katastrophenstufe des Spiels. Und wir spielen ja auf Katastrophenstufe 4 von 4, die definiert, wie häufig Naturkatastrophen auftreten und wenn die auftreten, wie schwerwiegend die sind. Und schwerwiegend heißt in deinem Fall, weil deine Städte direkt neben Vulkanen liegen, dass da halt, dass es durchaus passieren kann, dass Bevölkerung in deinen Städten stirbt, wenn du deine Städte selbstbewusst in die Nähe von Vulkanen gesetzt hat. Und das kann auch im zweiten Ring passieren, sogar im dritten. Ich habe zuletzt ein Let's Play gemacht mit Italien, mit deiner Fraktion auf einer anderen Europakarte, mit zwei Vulkanen in der Nähe. Ich habe drei oder viermal im Laufe der Partie einen Ausbruch des Vesuvs gehabt und jedes Mal wurde die Bevölkerung in meiner Hauptstadt Rom halbiert. Das ist ja großartig. Aber Rom liegt weit genug weg, dass es, also in dem Fall hier. Das ist doch fantastisch. Damit beenden wir die erste Folge. Carina, ich wäre dir dankbar, wenn du die Zeiten einträgst. Die erste Verschwörung mit Maurice Weber. Auf Bruderschaft und Sieg.